ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Im Namen Gottes, Anfang und Ziel unseres Neubeginnens, im Namen Jesu Christi, der neue Wege mit uns ging und geht, im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns zum Wagen des Neuen begeistert. Amen. Wir bringen alle aus dem alten Jahr etwas in diesen Gottesdienst mit. Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, Ängste und Hoffnung. Ich lege hier auf den Altar einige Symbole dafür hin. Der Stein steht für alle Aufgaben, die mir zu schwer waren und die ich nicht zu bewältigen wusste. Der Krug Wasser soll mich erinnern an die Stunden, in denen ich aufatmen konnte, in denen ich meine Seele baumeln lassen konnte. Die Taschentücher sind Symbol für einen harten, vielleicht endgültigen Abschied. Die Blume steht für überraschende und anregende Begegnungen. Der Kalender erinnert mich an leere Zeiten und steht für Routine. Wir gehen in das neue Jahr mit Erwartungen, Plänen, Ängsten und Hoffnungen. Ich lege hier auf den Altar zu Füßen des Engel Gottes Symbole dafür hin. Die Spritze steht für Hoffnung auf Heilung von Corona. Der Wein steht für ein fröhliches Beisammensein. Die Kerze steht für Stunden der Wärme und Entspannung. Der Blumenstrauß steht für die bunte Vielfalt von Begegnungen. Und der Kalender steht als Option, jeden Tag als ein Geschenk anzunehmen. Lasst uns beten. An der Schwelle zu einem neuen Jahr schauen wir unsicher und gespannt, nachdenklich und voller Freude auf das, was da kommt. Wie es sein wird, können wir nur erahnen. Du, unser Gott, unsere Stütze und Säule, hast versprochen, mit uns zu gehen. Begleite uns aus dem Gestern in das Morgen. Lass uns im Hier und Jetzt deine Gegenwart erfahren. Das bitten wir dich, der du dreieinig lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Psalm 8 nach Volker Mantel. Herr, du bist unser Gott. Überall auf der Welt ist mit Händen zu greifen, was du bewirkst. Wie wundervoll das ist. Mehr als man sich jemals erträumen könnte. Es beginnt doch schon mit dem Schrei eines Kindes. Das lässt sich doch nicht leugnen. Das lässt sich doch nicht einfach wegerklären. Und wenn ich aufsehe zu den Wolken, zum Mond und zu den Sternen, wie überwältigend das ist, was du geschaffen hast. Und doch sorgst du dich sogar um mich, kleines Menschlein. Kann ich dir wirklich so wichtig sein? Dieses Menschlein soll wirklich nur ein bisschen weniger sein als du selbst. Ausgestattet mit allem, was man braucht und was man dich nur wünschen kann. Du lässt es tatsächlich herrschen über dein Werk, über kleine und große Viecher,
über das Wild, über Vögel und Fische? Kann das wirklich wahr sein? Herr, du bist unser Gott. Auch überall auf der Welt ist mit Händen zu greifen, was du bewirkst. Schwestern und Brüder, der Predigttext für den diesjährigen Altjahrsabend steht im 2. Buch Mose im 13. Kapitel. Die Israeliten zogen von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Am Tag eine Wolkensäule und eine Feuersäule in der Nacht. Dieser kleine Abschnitt aus dem 2. Buch Mose malt uns ein eindrucksstarkes Bild vor Augen. Ein uns womöglich merkwürdig oder wohlwollender, wundersam erscheinendes Bild, auf jeden Fall aber ein Bild mit einer sehr klaren Botschaft. Gott ist da. Gott geht mit. Durch Tag und Nacht, durch dick und dünn, durch Sonnenschein und Regen. Was auch immer geschieht, ob es hell ist oder dunkel, Gott ist da. Er geht voran, er leuchtet den Weg aus. Der rhythmische Wechsel von Tag und Nacht, ein Bild für die Wechselfälle des Lebens und zugleich für den langen Atem der Schöpfung. Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen. Und Gott ist da, er bleibt, was auch immer geschieht. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Ein Wort aus dem Glaubensschatz unserer jüdischen Schwestern und Brüder in Erinnerung an den Weg des Volkes Israel von Ägypten ins Land Kanaan. Eine lange Wanderung durch die Wüste. Ohne Navi, ohne Straßen, ohne Wegweiser. Ach ja, auch ohne Autos, ohne Roller, ohne E-Bikes. Man geht zu Fuß. Aber niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Gott
ist da. Nicht als nettes religiöses Beiwerk, sondern als einziger Halt in der Ödnis, als einziger Orientierungspunkt im Niemandsland. Wolkensäule, Feuersäule, wenigstens das. Gott sei Dank. Gott ist da, Wolkensäule, Feuersäule, da brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Wenn ich mir dieses ganze Bild vor Augen führe, dann reicht dieses Bild bis hinein in unsere Zeit, bis hinein in diesen letzten Abend eines schwierigen Jahres, bis hinein in die Erinnerung an den Weg durch 2020. War das nicht auch eine Wüstenwanderung ohne Navi, ohne Straßen, ohne Wegweiser? Am Anfang des Jahres hatte zunächst einmal noch niemand bei uns damit gerechnet. Aber dann ging alles ziemlich schnell und ziemlich schnell wurde auch alles ziemlich dramatisch. Es hatte uns kalt erwischt. Ein Virus im fernen China kam uns plötzlich nahe. Konnte das sein? Konnte uns das passieren? Aus Fernsehnachrichten mit Bildern von irgendwo, China, Österreich, Italien, wurde plötzlich eine sehr konkrete neue Lebenserfahrung. Das Leben steht still. Lockdown. Frühjahr 2020, herrliches Wetter und zu Ostern die Kirchen zu. Einmalig in der bisherigen deutschen Kirchengeschichte. Mittlerweile das Gleiche jetzt zu Weihnachten und über diesen Jahreswechsel. Und keiner weiß so recht, wie es weitergehen wird. Impfstoff hin und her. Corona wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und beeinträchtigen. Wüstenwanderung. Soweit passt das Bild. Und Wolkensäule, Feuersäule, Säulen, Verlässlichkeiten, Orientierungspunkte. Dabei fallen mir meine Fahrten durch die Region Stemwede ein. Das war für mich etwas Besonderes. Und ich sage dazu etwas besonders Schönes in diesem Jahr. Beim Sportplatz von der L770 runter, dann bei den vielen alten Volvos vorbei und dann dauert es nicht lange und man sieht rechts den Turm der Stiftskirche, eine echte Säule. Erhoben und erhaben auf dem Stiftsberg, Lefern ist nicht mehr weit. Lefern, gleich bin ich da. Dann kam ich auch nach Dielingen, Wedem, Oppenwehe. Nicht wirklich Wolkensäulen dazwischen, dafür aber Mühlen in allen Varianten. Auch sie Säulen, Säulen zur Orientierung. Wo komme ich her? Wo bin ich zu Hause? Ja, da waren Säulen, Orientierungspunkte, lebendige sogar. Kollegen, Kolleginnen, Presbyterinnen, Mitarbeitende, auch in den Altenheimen, auch Konfirmanden, Mitwirkende bei den Beerdigungen und viele Begegnungen mit Trauernden, bei denen ich mich stets willkommen geheißen wusste und wir miteinander auf die Suche gingen nach der Wolkensäule im Leben des oder der Verstorbenen und nach der Feuersäule auf dem Weg durch die Trauer. Also ja, da war auch so etwas wie Wolkensäule, auch sowas wie Feuersäule, auch angesichts von Corona. Da baute sich nicht zuletzt im Miteinander hier in Stemwede immer wieder Zutrauen auf und Bewahrung davor, in Panik zu verfallen oder womöglich in Ignoranz. Schwer waren die letzten Tage vor Weihnachten, als unsere Pläne für die Gottesdienste nicht mehr aufrechterhalten werden konnten.
Das war nicht leicht hinzukriegen. Und dadurch ist nun auch der Abschluss meines Gastdienstes ein bisschen aus der Form geraten. Aber die Wanderung geht weiter und die Wolkensäule zieht voran. Gott ist da. Gott geht mit. Durch Tag und Nacht, aus 2020 heraus und in 2021 hinein. Danke für alle Begegnungen. Danke für alle Ermunterungen. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund und behütet. Gott befohlen, ein gesegnetes Jahr 2021, trotz allem und wegen allem. Amen. Wir singen jetzt aus dem Lied 652 die erste und fünfte Strophe. Und die immer noch bedrängende Pandemie gehen müssen. Wenn wir zurückblicken auf existenzielle Not, auf Abschiede, Trennungen, auf Krankheit, so sei du uns zur Seite und gib uns die Kraft, das alles zu tragen. Gott, Begleiter unseres Weges, sei bei uns, damit wir Oasen finden, damit wir erkennen, wo unsere Quellen sprudeln, wo wir auftanken können, gestärkt und erfrischt werden, Unterstützung und Freundschaft erfahren, damit wir unsere Möglichkeiten auch anderen mitteilen und gemeinsam die Zukunft in deiner Gegenwart gestalten können. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
euch auf dem Weg, den ihr geht. Er schenke euch Geduld, damit ihr warten könnt auf das, was erst noch wachsen muss. Gott segne euch das neue Jahr, das vor euch liegt. Er schenke euch offene Augen, damit ihr seine Spuren entdeckt in den Herausforderungen, die euch das Leben stellt. Gott segne euch und er behüte eure Schritte. Er schenke euch Vertrauen ins Leben, Mut für das Gute einzustehen und die Zuversicht, dass nie umsonst ist, was ihr in seinem Namen tut. Gott segne euch mit Frieden für euch selbst und andere. Er schenke euch die Kraft, auf sein Wort zu hören, seinem Willen zu folgen und zu wachsen in Glaube, Hoffnung und Liebe, damit euer Leben Frucht bringt, die bleibt. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.